Hey, was geht ab? Hier ist der Dwayne Happy mit Assassin's Creed. Jetzt habe ich mich wieder versprochen, ja, ich krieg das irgendwie nicht hin mit dem Assassin's Creed, ja, jetzt habe ich's. So, wir haben das letzte Mal ja fette Sache, den kranken Doc mal so getötet, ja, seinem Leid befreit. Ja, nee. Kommt er nicht dieses Mal zu mir? Der verdammte Narr hat doch den Verstand verloren. Aua. Ich baue mal wieder nur Kacke, ja? Alter, ihr, mich dünkt, meine Schüler verstehen nicht ganz, was es heißt, eine Klinge zu führen. Vielleicht mögt ihr ihnen zeigen, was ihr wisst. Hier, Messer werfen beispielsweise. Ja, das könnten wir aber machen, weil wir haben ja wieder ein bisschen was zurückbekommen. Was? Achso. Was drücken Sie LT? Um den Kampfmodus zu aktivieren. Drücken Sie Steuergrenz links und Wurfmeter. Habe ich doch. Und drücken Sie X, um zu werfen. Ach so. Ah! So, meine Schüler, sollte ein Mann kämpfen. So sieht's auch aus, ne? Wurfmesser sind schon was Geiles, muss ich sagen. Ja, und wir müssen ja. Also wie gesagt, wir haben das letzte Mal. Wir haben das letzte Mal ja den kranken Doktor von dem Leid befreit, was er verursacht hat. Und wir müssen jetzt in die nächste City reiten, ja. In den nächsten Hut, ja. Und wollen mal gucken. Also da, ab da spiele ich es wirklich blind. Also ab da erinnere ich mich an gar nichts mehr. Also ich spiele das eigentlich schon die ganze Zeit blind, aber ich habe halt so ein paar Gedanken. So ein paar Gedanken. Abstreifungen gehabt, wo es halt noch so ungefähr losgeht und wann es aufhört, aber jetzt ist es halt wirklich so, ich weiß nicht, was auf mich zukommt. Und das ist halt so ein bisschen für mich wieder der Reiz, so das Spiel wieder zu spielen, ja. Und ja, mich halt zu beweisen. Ja. Aber was ich halt noch dazu sagen muss, ist, ich werde diesen Teil zu Ende spielen und werde dann aber anscheinend kein Assassin's Creed mehr zocken. Mal gucken, vielleicht Black Flag, vielleicht, keine Ahnung, kommt halt drauf an. Also ich bin da halt noch so unentschlossen. Ja, auf einer Seite sage ich mir so, ich könnte ja irgendwann mal den zweiten Teil zeigen und hast du nicht gesehen, aber da würde das halt überschneiden mit dem nächsten Teil und die hängen ja irgendwo nicht praktisch zusammen, die Teile. Weil das sind ja nur Assassinen und so. Und was ich noch erzählen muss, ich habe einen Kommentar bekommen. Und zwar war das ein sehr komplimentes Kommentar. Er meinte so, ich mache gute Let's Plays, vor allen Dingen Assassin's Creed, das alte begehrte erste Teil, Mittelalter und sowas. Und nichts mit Piraten oder Washington DC, so wie es halt in dem letzten Teil jetzt war von Assassin's Creed 3. Und jedenfalls finde ich seine Meinung okay, klar. Aber ich sag mal dazu, dass es Assassinen, ja, heute in diesem Alter, in dieser Jahr, also in diesem Jahrhundert auch noch gibt. Also, es sind genauso wie die Templer. Es ist ja eine Gruppe und die Templer und die Assassinen gibt es ja noch. Und es ist doch nun mal so. Also, gibt es die auch in der Piratenzeit. Sie können zur Ablenkung heimlich töten, indem sie ein jetzt unterbricht die mich da auch noch. Wie soll ich das jetzt so sagen? Also, es ist nun mal so. Man kann das nicht vermeiden. Und es gibt ja noch Assassinen. Also, nicht so wie man sie jetzt von Assassin's Creed kennt, so. Aber es gibt sie halt noch. Und es gab sie halt in Washington DC zu dem letzten Teil noch und dann halt in der Piratenzeit und jetzt bestimmt auch noch in dem Jahrhundert. Also
könnte ich mir vielleicht mal vorstellen, ja, das ist jetzt ein bisschen weit hinaus rausgelehnt, dass es eventuell möglich ist, dass es vielleicht auch ein Assassin's Creed in unserer Zeit gibt, also in der Gegenwart. Also das wäre mal ziemlich nice, also mal gucken, da lasse ich mich überraschen. Ja, also das ist jetzt mal so meine Meinung dazu, weil es gibt ja Templer, es gibt ja noch so vieles an Mythologie und also die Aussage ist zwar schön und gut, dass man sich da an dem Mittelalter festhält, aber ich bin da anderer Meinung, muss ich echt ehrlich zugeben, und ich weiß nicht, wo ich lang reite. Ich muss da aber da lang. Ich bin jetzt gerade falsch abgebogen. Ich lasse euch nicht noch einmal kommen. Ja, ja. Ach, der rennt mir sogar hinterher. Aber hier geht's doch lang, oder nicht? Oder nicht, oder doch, oder nicht, oder doch, oder nicht, oder doch, oder nicht, oder doch, oder nicht, oder doch. Ui, meine Fresse. Ich habe so richtig Bock, ja, mal wieder Assassin's Creed zu zocken. Ist ja auch schon eine Ewigkeit her. Und ey, das könnte mal langsam aufhören mit Blinken. Ich könnte natürlich schlachten. Und ich glaube, da ist sogar eine Fahne, oder? Ja, ich gehe jetzt mal töten. Wird Zeit. Alter, der wirft ja. Alter, der schlachtet. Alter! Alter! Nö! Ah, jetzt habe ich wieder einen Dreh raus. Komm, du kommst doch eh wieder zu mir und willst mich töten. Zack! Au, was geht ab, Mann, Digga? Au! Oh, was? Schön in die Kehle rein. Na? Ich verschone dich bestimmt nicht, Alter. Komm her, Alter. Ich töte dich. Du hast es verdient. Ich will doch eh nur die Fahne haben. Ach, das sind sogar schon noch. Das sind sogar zwei Fahnen. Wow. So. Mongo. Aber ich frag mich, wo der scheiß Turm jetzt ist, Mann. Kein Scheiß, der muss doch hier irgendwo sein. Ich will den Turm haben. Bin ich auf dem richtigen Weg? Ja, ich bin auf dem richtigen Weg. Es ist halt nicht so Navi wie bei GTA 4, ne? Und muss immer ab und zu mal auf die Karte gucken. Und also wie gesagt, es kann passieren, dass ich vielleicht mal so als Lückenfüller Assassin's Creed halt reinrutschen lasse. Also ich werde das hier noch zu Ende machen. Weil es kommen ja auch noch richtig geile Spiele jetzt dieses Jahr noch raus. Also Battlefield 4, Watch Dogs, ja, Saints Row 4 und
Und hast du nicht gesehen? Ja, also das wird schon ziemlich eng. Also ja, und ich möchte ja auch noch dann noch gerne ziemlich gerne noch mal einen Teil von GTA 4, dem DLC Lost Daemon zocken. Ja, also Let's Playen. Das habe ich mir alles fest vorgenommen. Und ich hänge jetzt schon meinem Zeitplan ziemlich hinterher, weil immer irgendwas dazwischen gekommen ist. Ja, und das ist nicht gut. Zack. Das ist reine Zeitverschwendung. Ja! Beschütze mich! Wow! Ach, der rennt weg. Naja, dann lass mal wegrennen. So. Aber ich finde das schade. Kann man nicht irgendwie Wurfmesser aufheben? Gleich mal gucken. So. Hochklettern. Ja. Also, wie gesagt, ich hänge auch ziemlich schon meinem Zeitplan hinterher. Und, ist schon krass, wie die Zeit so vergeht. Also, es kommt ja auch noch eventuell dieses Jahr noch GTA 5 raus für den PC. Ich habe ja leider keine Konsole, also müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden. Aber bis dahin kommen ja noch schöne andere Spiele. Und nächstes Jahr, oh, das wird auch so geil werden, sage ich dir. Ich habe jetzt nur diese Fahne geholt, ja, und bin dann wieder runtergesprungen, oder? Och Mann, ey, ich bin doch so ein Bimbo. Jetzt darf ich nochmal hochklettern. Nur weil ich rede, ja, ich unterhalte euch heute mal so, ja. Und was passiert? Ja, der Dwayne, der macht mal wieder nur Scheiße, ja, aber so richtig Kacke. Ja, der bringt Leute um bei Assassin's Creed. Ich hab Leute umgebracht. Wer hätte ich jetzt von der Polizei gesucht und als psychisch gestört eingeliefert und als Amokläufer eingestuft? Mein Gott, das wollte ich doch gar nicht. Ach, diese Aussicht, Alter. Da könnte ich mir glatt ein Haus in die Berge bauen, ey. So. Wir nehmen jetzt mal einen anderen Wagen hier, diesen Aston Martin, weil sonst wird man hier wieder nur entdeckt. Jetzt müssen wir wirklich mal dahin. So. Ich hoffe, wir verreiten uns jetzt nicht, ja? sagt das mal zu einer Frau. Ey, Schatz, ich habe mich verritten bei dir. Der war jetzt geil irgendwie. Also, wer wirklich so bisschen Kopfkino hat und ein bisschen Verrücktheit hat an sich, der versteht den sogar. Also. Das ist schon krass, also. Ich hätte jetzt euch jetzt einen Witz erzählt, aber nee, der ist zu frauenfeindlich. Also das geht nicht. So, wir müssen jetzt da runter. So. La 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 la. So. Hüferchen, mein Freund, mein Schimmel, mein Ein und Allies. Ja, dahin will ich nicht. Ich will da runter. So. Ich muss jetzt geradeaus reiten. Geradeaus muss ich jetzt. Ich hoffe, dass es auch geradeaus geht, also. Sonst bei mir. Ja, okay. Wie gesagt, das ist halt nicht so einfach, ne? Da ist eine Fahne. Ah, da kann ich sogar einfach so drüber reiten. Hoho! Alter, wo muss ich denn jetzt lang, ey? Hier geht's doch irgendwo lang, oder? Hier geht's doch einen Weg lang, bestimmt. 100 Pro. Ach, hier lang. Nach Jerusalem. Ich hoffe, dass es noch eine Abzweigung gibt.
Wir könnten auch den anderen Weg reiten. Dann können wir wenigstens zwei so eine Dinger mitnehmen. Naja, wir gucken einfach mal. Ich kenne das ja noch nicht. Also ich bin noch nie diesen Weg geritten. Dieser Weg ist steinig und schwer. Dieser Weg ist einfach nicht mehr. Dieser Weg besteht aus Wiese und Gestein. Und ich finde das mit meinem Pferd doch so fein. Und hier geht's doch keinen Weg lang, oder? Oder doch? Oder doch? Oder doch? Oder nicht? Oder doch? Oder nicht? Oder doch?